Hey, hey, heute habe ich meine Monatsfavoriten für euch, und zwar die vom April. Und da muss ich sagen, dass es deutlich mehr Songs und andere Sachen gibt als Kosmetik, deswegen fange ich mit der Kosmetik an. Und da habe ich zum einen von Maybelline Ja dieses Dream Matte Mousse Make-up mal wieder rausgekramt. Eigentlich kann ich das überhaupt nicht leiden, weil es mir auch zu pink ist, aber ich war morgens in der Schule so faul, dass ich dann einfach das draufgeklatscht habe, damit ich noch 5 Minuten länger schlafen kann. Ja, deswegen, ja. Erstaunlicherweise hat es gut gehalten und ich mochte es. Keine Ahnung warum, aber es ist auch bald leer und ich denke, ich hole mir das auch nicht mehr. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht von Catrice das mal auszuprobieren, weil das ist ja, glaube ich, ein bisschen günstiger. Mal gucken. Als nächstes habe ich dann wieder von Essence die Maximum Definition Volume Mascara. Habe ich schon 1000 Mal gezeigt, das ist die orange und einfach die beste. Dann von Catrice den Sitting on a Volcano. Den habe ich morgens auch gerne drauf gemacht. Den gibt es aber leider nicht mehr. Höchstens bei Kleiderkreisel eben. Ja. Dann, genau wie die letzten Monate über, meine 180er Palette. Und da vor allem wieder dieses Lila und ein Türkisblau. Und Dunkelblau habe ich, glaube ich, noch oft benutzt. Genau, die zeige ich jetzt aber nicht, da es ja letztes Mal so einen kleinen Unfall gab. Ja, egal. Die gibt es auf jeden Fall bei eBay, die Palette, für ungefähr 20 Euro oder so. Lidschatten sind echt super. Wobei ich sagen muss, also die aufklappbare gibt es wohl irgendwie nicht mehr, aber halt die großen. Dann habe ich noch ein neues Haarspray ausprobiert, und zwar von Schwarzkopf Got2b diesen Sprühkleber. Weil ich einfach ein bisschen mehr Halt gebraucht habe, weil ich habe irgendwie viel zu viel Haarspray leer gemacht in den letzten Wochen. Oder Monaten, sagen wir so. Und ich kann dazu sagen, es hält extrem gut, wirklich. Also ihr braucht da ganz wenig von und das hält bis zum nächsten Tag, das hält bombig. Das einzige Problem ist nur, ihr könnt es nicht rauskämmen. Also an dem Tag, an dem ihr die Haare wascht, könnt ihr das ja mal verwenden oder wenn ihr halt Party machen geht oder so. Ja, also es verklebt ziemlich heftig. Macht dem Namen alle Ehre. Meine Lieblingsdüfte diesen Monat waren 2 Stück, und zwar Loverdose, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, von Diesel und von Armani Code Luna. Das ist arschteuer, aber ich habe es an Weihnachten, also wie heißt denn das? Vorweihnachtszeit, Rabatte, wie auch immer, jedenfalls deutlich billiger bekommen, mindestens 10 Euro billiger, also ja, halb so wild. Es riecht auf jeden Fall extrem gut und besonders, sage ich mal. Also es ist nicht vergleichbar mit dem normalen Armani Code, aber auch mit sonst irgendwie nichts. Also müsst ihr mal dran schnuppern. Und als letztes habe ich dann noch von Art Deco 2 Nagellacke. Die habe ich jetzt auch gerade drauf. Und zwar die 235 und die 245. Die waren in dieser Frühlings-LE drin. Das sind die hier. Natürlich auch wieder in Lila und Türkisblau, war ja klar. So sieht das aus. Meine Haare sind ja jetzt auch Lila und Türkisblau. Also wobei das Blau ist ziemlich wenig. Und hinten sollte es eigentlich schwarz werden, aber das hält ja irgendwie nicht. Muss ich jetzt schon wieder drüber. Also wenn ihr einen Tipp habt, wie normale Haarfarbe vom DM etwas länger hält als ein paar Tage. Vor allem, weil es ja eigentlich heißt, schwarz geht nie wieder raus. Hahaha. Dann her damit. Was Klamotten angeht, habe ich auch 3 Lieblinge, und zwar zum einen meine Kette, die ich ja irgendwie seit Monaten täglich trage. Ja, die ist von Cool Cat Custom, dann den Streifenblazer hier, der ist von H&M, den sollte es auch noch geben, und zu guter Letzt dann noch meine neue Leggings, und zwar ist es die hier, eine Galaxy Legging, die habe ich von, wie heißt der Shop? Naked Shame Clothing von Karlsruhe. Die haben gerade einen Ausverkauf, was die Galaxy Leggings angeht. Da kann ich euch dann auch den Link in die Infobox setzen. Vielleicht habt ihr ja noch Glück. Als nächstes kommen natürlich wieder die Fressalien dran. Und zwar, was Süßigkeiten angeht, waren wir in der Schule jetzt total vernarrt in Butterkekse, in Nimm 2 Soft Sour, also diese sauren Kaubonbons, in Mauern, Kuchen, in dem Fall jetzt Schokokuchen. Und was die Energy Drinks angeht, waren die Lieblinge diesen Monat ziemlich beerig, was wahrscheinlich am Frühling liegt. Und zwar zum einen von Action dieses Heidelbeere, also das Lilane,
von Relentless Berry. Habe ich auch schon ewig nicht mehr getrunken gehabt. Und dann, was ich wirklich am meisten getrunken habe, und zwar wirklich täglich, von Relentless dieses Apple Kiwi, das ist jetzt ganz neu und es schmeckt bombig. Also trinken. Und dementsprechend habe ich mir dann von Rockstar auch nochmal dieses Apfel geholt. Schmeckt auch extrem gut und ja, ich saß in der Schule jeden Tag mit so einem Ding da. Die halten mich alle schon für total gaga, aber wenn es schmeckt. Ebenso, was die Schule angeht, Hauptthema Nummer 1 zwischen meiner Nebensitzerin und mir war 50 Shades of Grey, das ich jetzt endlich weiter und fertig gelesen habe. Und dass sie dann auch angefangen hat, nachdem sie mehrmals bei mir mitgelesen hat, so in der Pause immer so rübergeschielt, so, worum geht's denn da? Und ja, sie hat es jetzt auch schon durch. Obwohl sie eigentlich hätte lernen sollen. Na egal. Ich denke, ich mache dazu auch noch eine kleine Book-Review. Vielleicht. Mal gucken. Was ich diesen Monat eigentlich hauptsächlich gemacht habe, war WoW. Weil ich endlich mal eine gescheite Gilde habe und der Gildenmeister mich etwas angespornt hat, endlich mal 90 zu werden. Habe ich dann auch geschafft. Und zwar am liebsten gespielt habe ich dann halt, wie gesagt, den Nachtelf-Magier, der jetzt endlich 90 ist. Dann Nachtelf-Mönch mit einem Kumpel. Dann den Blutelf-Todesritter. Und den Blutelf-Paladin habe ich jetzt angefangen. Der mir erstaunlich viel Spaß macht, obwohl ich in 6 Jahren WoW noch niemals einen Paladin gespielt habe. Ja, egal. Dann haben wir noch ein paar Filme angeschaut, die auch ziemlich gut waren und die ich euch empfehlen kann, falls ihr sie nicht schon kennt, was ich eher glaube. Und zwar zum einen Crazy Stupid Love. Da kann ich ja euch den Trailer mal unten in der Infobox verlinken. Und zum anderen, also erstens Dark Shadows. Kennt ihr wahrscheinlich alle, also ich habe mich tot gelacht. Und wo ich ja immer noch das Cover so genial finde, entstauben. Snow White and the Huntsman. Snow White, Hauptdarstellerin, auf dem Cover nicht vorhanden. Ich finde es ja super. Naja, egal. Die Schauspielerin mögen wir, glaube ich, alle nicht. Oder zumindest die meisten von uns. Wobei ich sagen muss, Kristen Stewart schlägt sich in diesem Film echt gut. Das ist ja fast schon sympathisch. Ja, jedenfalls ist der Film echt genial. Und wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt, was eigentlich nicht vorkommen kann, weil ich immer die Letzte bin, die irgendwelche Filme guckt, dann schaut ihn euch an. Dann habe ich wieder ein paar neue Lieblings-YouTuberinnen für euch. Und zwar zum einen, erstens, die Reni, also X-Karenina. Zweitens, Victoria's Secrets. Die habe ich jetzt auch 1000 Mal geguckt. Ich glaube, ich kenne jetzt bald alle Videos von ihr. Dann meine neue Lieblings-YouTuberin, und zwar Alina, die Mia, Clara und ich. Und deren beste Freundin, denke ich mir zumindest. Oder eine Freundin. Und zwar die Barbara, die heißt Miss Blundyblood. Die werde ich euch auch verlinken. Die haben auch ein Hangout gemacht. Ich weiß nicht, ich saß stundenlang vor diesem PC und habe einfach nur gelacht über diese Zweideutigkeit. Ja, war super. Und die fünfte im Bunde, die mich angespornt hat, wieder richtig viel zu lesen und deren Videos ich, glaube ich, jetzt auch schon alle angeguckt habe, oder fast, ist die Laura. Und zwar, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, also ihren YouTube-Namen. Evlolle? Evlol? Keine Ahnung, klär mich auf, wie das ausgesprochen wird. Jedenfalls ist es eine total süße Booktuberin und ja. Da möchte ich euch bitten, schaut mal auf ihrem Kanal vorbei, wenn ihr denn gerne Bücher liest. Und als letztes komme ich jetzt zu den Monatssongs, sag ich mal. Was ziemlich viele sind, also ich konnte mich nicht entscheiden. Keine Chance gehabt. Weil ich so viel Musik gehört habe und die Songs, die ich euch jetzt nenne, die habe ich wirklich mindestens 2 Stunden am Stück jeweils gehört und höre sie immer noch. Deswegen werde ich euch am besten alle mal unten verlinken, wenn ich denn was auf YouTube finde. Ja. Jetzt fange ich mal an. Und zwar erstens Static Lullaby Toxic, also das ist ein Cover. Jeffree Star Prom Night. Exilia Over the Edge. Marilyn Manson This is the New Shit. Endlich mal wieder angehört. Und das ist geil. While We Set Crowns Never Date a Zombie. Das ist eine Band von das ist die Band von ein paar Freunden von mir. Dann Papa Roach Getting Away with Murder. Jennifer Rostock Kopf oder Zahl. Und Mach mich nicht verliebt. Lindsay Stirling, Phantom of the Opera, definitiv das beste Cover.
Maya Rocks 21, Centau Addicted to You, Daniel und Ricardo Munoz ist auch ein Cover von Bruno Mars und zwar Locked Out of Heaven und zu guter Letzt von Lacrimas Profundere, The Letter. Ja, wie gesagt, ich werde es euch alle verlinken und das war's von diesem Monat erstmal und ich freue mich dann aufs nächste Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer und bis zum nächsten Mal.